Hallihallo, herzlich willkommen im neuen Adventsvideo. Und es dreht sich heute um dieses schöne Material, getrocknete Bananenblätter, getrocknete, gekalkte Bananenblätter. Und da machen wir einen richtig schönen Adventskranz in Sahara-Farben draus. Bleibt mal dran, nach der Intro gibt's die ganzen Details dazu. So, also ihr wundert euch vielleicht, warum das in Papier ist. Das hat alles seinen Grund. Den Kranz habe ich schon ausgepackt, weil solche Unterlagen für Adventskränze, das sind tatsächlich, so Moment, ich muss einmal kurz rascheln, das sind tatsächlich Arbeiten, die wir also ganz oft im Sommer machen. Es ist auch hier super ordentlich beschriftet. Unterlage für Advent, bitte nichts draufstellen. Also alles ordentlich beschriftet, damit es unbeschadet im Keller ist. Das sind Unterlagen, das sind Sommerarbeiten und wir schaffen das gar nicht vor dem Advent, die ganzen Unterlagen jetzt alle zu machen. Und das, was haltbar ist, also nicht die frischen Sachen, sondern das, was haltbar ist, das wird wirklich in den, ja, ich sage jetzt mal, in den Sommerferienzeiten oder wenn es ein bisschen ruhiger ist von den Kunden her, dann arbeiten wir schon am Advent. Aber eigentlich, also an diesen Unterlagen arbeiten wir schon im Sommer, aber eigentlich ist tatsächlich für viele Floristen der Einkauf ist schon im Januar, weil im Dezember ist die Weihnachtszeit und im Januar ist die Messe in Frankfurt. Da ist die Christmas World, die ist immer im Januar. Ja, also im Sommer bestellen wir Kerzen und beschäftigen uns also mit die Unterlagen zu erstellen. Und wir sind eigentlich unglaublich lang mit Advent beschäftigt und viel, viel länger als ihr. Ja, ihr denkt jetzt so langsam, was könnte ich machen? Das sind ja jetzt noch 4 Wochen. Der 3. Dezember ist der erste Advent, ist dieses Jahr relativ spät. Ja, aber für uns geht die Adventszeit sehr, 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 sehr lange. Aber genug der Vorbereitung. Heute geht es um eine schöne Adventsarbeit aus getrockneten Bananenblättern. Also die sind getrocknete Bananenblätter, die sind so weiß gekalkt und das ist eine richtig tolle, stabile Unterlage, also die ist sehr stabil. Und die kann man auch wirklich mehrere Jahre ganz toll verwenden und immer wieder neu dekorieren. Auch immer wieder eine neue Kerzenfarbe. Und wie das geht, die Unterlage zu erstellen, das haben wir jetzt natürlich im Sommer gemacht. Aber das erkläre ich euch. Ich erkläre euch zuerst die runde und dann die längliche für die runde Arbeit. Es ist jetzt also hier sehr schön zu sehen. Nehmen wir Strohrömer, aber die dicken Strohrömer, das ist ganz wichtig. Und das sind, ich glaube, das sind auch wieder eine 30er Durchmesser. Genau, die sollten dick sein, weil wenn ich hier die Kerzen mit diesem Durchmesser drauf mache, die passen nicht so gut auf den dünnen. Und das ist jetzt auch super, dass ich mal so einen dünnen Strohrömer daneben habe. Dann wäre das einfach zu wenig Auflagefläche. Das ist auch ein 30er Strohrömer. Aber ja, man sieht also hier, man könnte hier nur schmälere Kerzen drauf machen. Aber es ist doch eine schöne, stabile Unterlage und die braucht auch einfach eine Kerze, die nicht so klein ist. Nicht so, pupsig, nein, sagt man nicht, okay. Aber also nicht so mini. Das muss schon in einer schönen Relation sein. Ich nehme die Strohrömer. Die dicken, ja, das sind auch zwei, die sind aber viel dicker, wie man sieht, da sind die zwei höher. Kann die mit Heißkleber, mach schön Heißkleber drauf, klebt die aufeinander
und habe dann also schon schön die zwei Römer und habe dann also eine stabile Unterlage. Und dann gehe ich her und schneide, ja, probiere auch in welcher Höhe. Also ich habe jetzt tatsächlich im Moment nur noch kleine Stücke. Wir haben die Stücke ziemlich aufgebraucht und guck mir an, in welcher Höhe ich die brauche, messe das ab und muss meine getrockneten Bananenblätter, die lassen sich also super schneiden, auch mit einer ganz normalen Schere. Hier sieht man es, zack, ja, also ganz leicht, und schneide mir dann ganz viele Stücke in dieser Höhe, dass alle gleich hoch sind. Und dann kann ich eigentlich schon hergehen und kann die alle auf diese Römer, ich habe ja zwei Stellen als Auflagefläche, die zwei Außenkanten der Römer, mache Heißkleber drauf und klebe das rundum, bis ich rundum so schön diesen Ring habe. Ich mache das auch innen, ganz wichtig, weil ich gucke nicht nur außen an, sondern ich schaue schräg rein. Und dann ist es natürlich auch schön, dass es auch innen ist, weil ich möchte ja nicht auf den Strohrömer gucken. Und dann ist eigentlich auch schon diese super stabile Unterlage fertig. Gibt noch die Variante in länglich. Und hier für die längliche Variante haben wir jetzt ein, Moment, ich glaube, wir haben ein Brett genommen. Es war alles im Sommer, ne? Aber ja, das ist ein Brett. Da haben wir ein Brett genommen und haben den Filz drunter geklebt, weil wir wollen natürlich, dass die schönen Tische von unseren Kunden nicht verkratzt werden und dass die gut geschützt sind. Mit Filz abgeklebt, und hier sind zwei Stücke Trockensteckschaum. Also ganz normaler Trockensteckschaum. Ich würde nicht den Nasssteckschaum nehmen, sondern trocken. Habe ich trocken überhaupt Stücke? Genau. Also nicht den hier, weil der Trockensteckschaum ist tatsächlich stabiler und behält da sehr schön die Form. Genau, hier haben wir einen Ziegel, der hat schon ein paar Löcher, aber so sieht er aus, und so ist er dann neu. Ja, das ist ein sehr gutes Format. Das sind zwei Stück Trockensteckschaum, und auch hier ließen sich wunderbar vier Stück draufsetzen. Und was natürlich auch ganz schön wäre, wären in der Mitte zwei größere und außen so immer die Dochte hoch, es ist auch immer schöner. Und außen zwei kleinere, und dann könnte man ja anzünden, erster, zweiter, dritter, vierter Advent. Und dann kann man so ein bisschen nivellieren, dass man die eigentlich den vierten Advent nicht so schnell runterbrennt. Das ist so die Idee für länglich. Vom Kleben her ist es genauso wie vorhin. Man hat jetzt eine schöne Fläche zum Kleben und schneidet sich die Stücke zurecht und verkleidet einfach diese Trockensteckmasse mit den Bananenblättern. Ist auch schön, weil viele Kunden haben einen länglichen Tisch und wollen was Längliches. Es sei denn, sie sind so traditionell orientiert. Eine Freundin von mir hat gesagt, ich darf nicht mit einem länglichen Kranz heimkommen, weil mein Mann, der will das nicht. Ja, okay, und dann ist das halt auch so. Und dann muss man das auch tolerieren. Und also bei manchen gibt es ja wirklich auch nur rot und klassisch. Aber wer ein bisschen moderner ist, sowas ist natürlich auch eine schöne moderne Variante. Und angelehnt an dieses Sahara-Farben. Ich habe jetzt hier Islandmoos. Also das ist ein stabilisiertes, getrocknetes Moos. Das ist auch ganz weich. Ja, und dann dachte ich, zu diesem, gerade passend zu dem Sahara-Farben, ist das natürlich super schön, um diese Strohrömer abzudecken. Und Moment, ich stelle jetzt erstmal meine Kerze weg, damit dieses Islandmoos schön haftet. Gehe ich einfach her, mache ein bisschen Heißkleber auf meine Strohrömer und klebe möglichst nicht die Finger, sondern das Moos. Ich brauche das auch gar nicht so, brauche auch gar nicht so furchtbar fest zu kleben, weil ich mache ja auch noch Kerzen drauf. Und also die Seite hält ja eh, weil da ist ja die Rinde höher. Und die andere Seite, klar, da muss ich ein bisschen kleben. Aber das ist jetzt auch dieses Islandmoos, kann ich tatsächlich auch, das hält ewig.
Und das ist was, das kann ich wirklich ewig so im Keller lassen. So. Und um mir meine Hände nicht anzubrennen, nehme ich einfach das Messer und drücke es fest. Das mache ich bei vielen Arbeiten, weil wer sich ein paar Mal die Finger verbrannt hat, der weiß, wovon ich spreche. Das ist ziemlich unangenehm. Und hinter mir sind ja immer die Wassereimer. Das ist dann meine Rettung. Und sobald ich den Heißkleber auf den Fingern habe, tauche ich da mal ziemlich schnell und hektisch im Wassereimer ab. Und oft kann man dann noch die Verbrennungen ja vermeiden. Aber so als kleiner Tipp, das Messer ist etwas unempfindlicher als mein Finger. So, also so richtig weihnachtlich sieht das jetzt natürlich noch nicht aus, das ist klar. Aber es geht ja auch darum, selbst wenn ich jetzt Moos genommen hätte, also Moos, nicht Islandmoos, sondern grünes Moos, dann wäre das jetzt auch noch nicht so weihnachtlich. Aber weihnachtlich und ja, wird das Ganze jetzt ja auch dadurch, dass ich eine silbrige Konifere nehme. Vielleicht auch eine, die ein paar Beeren hat. Und da kann ich ja jetzt auch sehr schön die Konifere krampen. Also was natürlich ganz toll ist, ist, wenn das hier so Beerchen hat, die Konifere. Das ist richtig schön. Und hier wird es weihnachtlicher. Genau, mal Frage an den Kameramann. Genau, er nickt. Aber was wir jetzt natürlich zuerst brauchen für den Kranz ist, wir brauchen Kerzen. Ich habe Kerzen schon im Voraus angedrahtet und zum Andrahten brauche ich immer eine brennende Kerze. Das heißt also, Kerzenreste aufheben ist immer gut. Ich nehme meine Kombizange, drahte wieder, ja, erhitze wieder den Draht, hoffentlich möglichst geduldig. Und dann muss ich euch doch sagen, vorhin war ich eben nicht ganz so geduldig und ich zeige euch jetzt auch gleich mal, was passiert, wenn man zu ungeduldig ist. Und wenn man beim Drahten zu viel Gas gibt, dann passiert nämlich Folgendes hier. Der war ein bisschen zu nah am Rand und wahrscheinlich war mein Draht auch nicht heiß genug beim Reinschieben und dann platzt so ein Stück von der Kerze leider weg. Das ist sehr schade, aber da habe ich Mist gebaut und das ist, man sieht, das ist ein Tick zu nah am Rand. Ja, das ist weiter weg. Also ein bisschen weiter in dem weißen Papier, in dem Aufkleber. Und also immer lang genug, die tue ich mal weg, immer lang genug warten beim Drahten, den Draht schön erhitzen, Geduld, ja, und schön in der Spitze der Flamme, was ich vielleicht 10 Sekunden, keine Ahnung, einfach mal zählen. Und dann nicht zu weit innen den Draht, weil sonst ist es auch Brandgefahr. Nicht zu tief machen, ja, so dass er eben fest ist, aber auch nicht tiefer. Und so, ich mache den Draht tatsächlich nur vielleicht so ein Stück in die Kerze rein, also nicht so weit. Und ja, und eben nicht zu weit innen und nicht zu weit außen. Es ist so ein kleines Spielchen. Ich würde mal sagen, es ist so ein knapper Zentimeter vom Rand entfernt, wo man den Draht einfügen muss. Und ja, wenn die Kerze dann platzt, das ist ärgerlich, vor allem, wenn man, ich habe ja jetzt Gott sei Dank mehr Kerzen, aber wenn man nur 4 Kerzen hat und da platzt dann eine auf, dann ärgert man sich schon ganz schön. Aber tatsächlich kann die Kerze jetzt nichts dafür. Tatsächlich ist es mein Fehler. Ich war einfach zu ungeduldig. Und ich, das war ein, ja, das war doch ein Fehler meinerseits. Ja. Okay, so, jetzt haben wir die Kerzen. Mein Plan ist mit diesem Kranz, ich wollte mal eine Deko mit Vorderansicht machen. Die Drähte müssen jetzt natürlich ganz exakt gerad sein, bevor ich diese Kerzen auf den Kranz setze. Weil sonst habe ich das Risiko. So. Sonst habe ich das Risiko, dass die
sich mal wegbiegen und dann kann es auch passieren, also wenn man genau das macht, was ich gerade mache, kann es auch passieren, dass die Drähte sich einfach mal umbiegen und dass ich die nicht mehr in den Kranz, also dass ich die Kerze damit nicht in den Kranz bekomme und dann muss man einfach nochmal komplett von vorne ansetzen. So, ich klopfe immer so mit der flachen Hand und habe jetzt also hier die Kerze so drauf geklopft, stelle auch so gleich die Dochte auf. So. Ja, geht also ruckzuck, dass die drin sind. Und dann brauche ich jetzt, ja, selbstverständlich brauche ich jetzt grün, grün zur Deko. Das ist jetzt, damit das Ganze weihnachtlich wird, wie schon angemerkt. Das Grün kann ich in dem Fall auch mit Krampen befestigen. Beziehungsweise ich kann es auch nur, sogar nur rein, wenn der Kranz nicht bewegt wird am Tisch, dann kann ich das tatsächlich auch nur reinlegen, weil wir werden den Kranz sicher nicht auf den Kopf stellen. Keiner wird ihn umdrehen und dann lässt sich das auch legen. Und jetzt wird es auch endlich grün und weihnachtlich, ja. Das ist alles gut. Und dann kommt natürlich auch noch die Deko. Das heißt, ich brauche jetzt auch noch ein bisschen Glitzer. Und was natürlich ein echtes, totales Highlight ist und richtig toll, das sind hier diese Macchiato-farbenen Sterne mit den Bändchen. Ich würde auch in dem Fall, kann man die Bändchen ja sogar auch hängen lassen. Die sind ja auch noch eine sehr schöne Dekoration. So, ihr Lieben, also ich habe ein bisschen erstmal nach Dekoration gesucht. Ich habe noch nicht so viele Kränze jetzt dieses Jahr gemacht und ich habe das aber sehr schlicht gehalten in diesen Sahara-farbenen Tönen, auch so schlicht wie der Kranz ist und wirklich nur ein paar Kugeln. Wichtig ist, dass das Grün, also wirklich so ein Graugrün ist, ja, dieses Koniferengrün. Es gibt also silbriges Grün. Oder es könnten auch Eukalyptus-Liebhaber, könnten auch optional, könnten mit Eukalyptus zum Beispiel auch dekorieren. Also da gibt es ganz viele Varianten, weil Eukalyptus trocknet sehr schön an. Ja, da gäbe es viele Varianten, wie man das gestalten kann. Aber ich glaube, jeder hat so, ich kriege ja immer die Bilder von euch auch geschickt und jeder hat dann andere Ideen und andere Variationen. Deswegen zeige ich sowas nur exemplarisch. Und ich glaube, die Grundidee von dem Kranz ist, ja, habt ihr damit erfasst. Aber jeder macht dann doch wieder was ganz anderes draus. Jeder hat andere Materialien. Aber ich würde wirklich so in diesen Creme-Sahara-Tönen bleiben zum Dekorieren. Und optional kann man ja auch was rausfließen lassen. Konifere oder etwas, das abfließt nach unten. Dazu braucht man dann natürlich ein weiches Stück, dass man dann so ein bisschen laufen lassen kann. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ideen. Aber ich wollte euch einfach so eine Grundidee geben und bin sehr, sehr gespannt, wie euch diese Idee gefällt, wie ihr die Farben findet und auch die Idee, dass weniger an Dekoration mehr ist. Freue mich auf alle Meinungen und wünsche euch viel Spaß beim Aussuchen, beim Nachmachen. Ich bin gespannt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Weihnachtsidee. Alles Liebe von eurer Margit. Thank you.